So, willkommen zurück. Factorio. Gut, ein paar Dinge, die mir so aufgefallen sind. Also erstmal muss ich hier okay jetzt ein bisschen ruhen lassen. Nicht, weil ich kein Unicomp habe. Da hätte ich mich leider ganz gut. Also das Unicomp A2. Das lila Zeug. Aber mir frisst gerade die ganzen aufgeladenen FC und das blaue Unicomp und so, frisst mir alles komplett leer wegen der Energiezelle. Und es kommt nicht schnell genug nach, weil die Hauptproduktion von blauem Staub und gelbem Staub und so, die ist eben zu langsam, weil das ja noch über die befeuerten Crusher und Pressen und was geht. Ne? Naja, ist nicht ganz super, aber egal. Muss ich jetzt warten. Was mir auch aufgefallen ist, ein bisschen unschön, ich habe keinen Platz mehr, da wo ich habe alle Ausgänge belegt, das war nicht ganz so sinnvoll, weil ich müsste ja eigentlich, oder hätte mir vorher überlegen müssen, dass ich vielleicht die sag's mir. Die Chips auch rausbringen muss, ne? Weil die in anderen Produktionen gebraucht werden. Das kriege ich nicht alles da unter. So, das heißt, ich werde jetzt dazu hergehen, ich baue jetzt nicht alles wieder ab, weil hier okay, plus ein Nebenprodukt ist, sage ich einfach mal, ne? Und man durchaus mal ein bisschen was von bauen, weil das lustig ist, aber ich mich nicht auf hier okay konzentriere jetzt hier. Vielleicht mache ich das auch mal tatsächlich auf die okay konzentrieren, mit Zügen dann auch bei Angel zum Beispiel, ne? Beim nächsten Durchlauf. Mal gucken. Den wir vielleicht auch wieder streammäßig machen. Mal gucken. Aber hier in dem Fall, jetzt ist hier okay ein nettes Zubrot. Das heißt aber, ich muss halt Anbieterkisten draußen hinstellen und muss die selbst befüllen mit den Chips. Ne? Der Rest ist okay, aber die Chips oder was da draus kommt jetzt gerade aus der großen Factorissimo-Gebäude, wo ich eben die Chips mache und die Solarenergien und die Batterien und so, das muss ich halt so raus tun. Ich habe keine Chance mehr, das anders rauszumachen. Da muss ich von Hand raus machen. Pech gehabt. So, was habe ich sonst gemacht? Hier werden Lager hergestellt. Zahnräder, die sind voll. Rohre, die begrenzt sind, weil so viel brauche ich davon nicht. Titanrohre. Ich habe jetzt also 25 Heizkessel und ich habe hier 10 Dampfmaschinen, 4. Für die nächsten Dampfmaschinen 4 bräuchte ich jetzt halt erstmal die nächsten Dampfmaschinen 3. Und das passiert ja, wenn ich sie abbaue. Und Titan-Pipes, ach so, habe ich gar nicht mehr, sehe ich gerade. Da würde ich mir gleich noch welche mitnehmen. Okay. Place ist klar und Gearwheel und Bearing kann ich mir notfalls nochmal mitnehmen. Und ein paar habe ich auch, glaube ich, noch dabei. Ja, ein bisschen. Na, Gearwheel sowieso. Bearing jetzt noch nicht wirklich. Ich habe das auch noch nicht in eine Anforderungskiste oder irgendwas gemacht, weil das keinen großen Sinn macht. Na, jetzt habe ich 600, das reicht, komm, lass gut sein. Hiervon würde ich ein bisschen was mitnehmen. Tatsächlich. Von dem Bearing. So, und Pipes dann tatsächlich auch nochmal. So. Viel Spaß. Das können wir dann machen, also, das mache ich eben hier. Ne? Die Lager, Zahnräder und Rohre. Titan alles. Gut, ansonsten habe ich mir hergestellt, im Logistiksystem ist jetzt verfügbar. Wir finden es gleich. Ich finde es wahrscheinlich wieder Ewigkeit nicht. Ein Expressfließband, ein Filtergreifer, ein Flugrobotergestell. Es fehlt mir die Buess-Kiste. Ja, das habe ich also hergestellt. Das machen wir nämlich auch gleich. Dann hätte ich nämlich praktisch die Möglichkeit, Logistikpakete herzustellen. Buess-Kiste fehlt mir. Das haben wir komplett. Wissenschaftsdrehverbot, Lichtbogenofen ist da, Montagemaschine, Chemiefabrik, müsste alles da sein. Schauen wir mal schnell. Montagemaschine. Chemiefabrik. Dim. Lichtbogenofen. War doch auch draußen, oder? Habe ich schon erwähnt, dass ich es nicht finde? Den gibt's doch, ich bin doch nicht blöd. Oder doch? Vielleicht auch doch. Sag mal. Ich habe doch den Lichtbogenofen da mit rausgepackt. Oder noch nicht? Da ist er doch. Ich sehe ihn doch. Hä? Wieso finde ich ihn denn hier drin nicht? Das muss ja ein Gegenstand sein, der im System ist. Finde ich ja gerade cool. Muss dumm sein, oder? Das muss echt dumm sein.
Hochofen ist da, aber Lichtbogenofen suche ich. Und ich sehe ihn ja hier, er ist definitiv im System. Ach, du bist Idiot, Matze. Das da ist eine Anforderungskiste. Ich muss es natürlich in eine Anbieterkiste stecken, du Depperle. So, jetzt ist er auch im System. Da, Lichtbogenofen. Ja, das heißt, wir haben also die Montagemaschine 2, die wir brauchen. Wir haben den Lichtbogenofen, wir haben die Chemiefabrik. Wir können also das Logistikpaket herstellen. Produktion. Und Logistik fehlt uns eben jetzt die Brass-Kiste, also die Messingkiste. Gut, ansonsten habe ich jetzt hier ein bisschen was hergestellt. Lass mich mal durch, danke. Also hier haben wir Fiberglas. Fiberglasplatten, die habe ich auch raus. Genauso haben wir hier dann eben praktisch das erweiterte Schaltung. Habe ja das letzte Mal schon gemacht. Habe ich mit rausgezogen. Ist jetzt nicht viel, aber wird schon reichen. Erweiterte Platine, sorry. Dann habe ich hier die integrierte Schaltung. Ja. Die praktisch, ne? Das ist das, was auf dem Motherboard sitzt, was da dran gelötet wird. So, kommt, geht raus und wird geteilt, weil einmal geht es hier rein, wo wir gleich weitermachen, und einmal geht es raus. Und warum geht es raus? Damit es genauso in eine Anbieterkiste kommt. So, ist jeweils voll schon, haben sie hinterher geschafft. So, und jetzt geht es darum, mir das aufzubauen. Und zwar, es könnte ein bisschen komisch werden jetzt, weil ich kenne mich ja, ne? So. Ach so, das geht nicht. Das wäre überhaupt super lustig, fällt mir gerade auf. Mal gucken, ob wir das schaffen, überhaupt. So wie ich mir das vorstelle. Problem ist, ich brauche 3 Bänder. Ich habe jetzt hier wieder 12, das ist okay. So. Da würde praktisch 1 würde von hier gehen. Soweit in Ordnung. Wir führen einfach mal die Bänder lang. Das können wir ja schon mal machen. Wie wir die dann weiter daran führen, das können wir ja sehen. Das sind die. Aber da kriege ich ja nur 4 Teile unter. Ich brauche aber ja noch mehr. Also brauche ich noch ein Band. So, und da trickst du mal halt ein bisschen. Also erstmal so natürlich, ist klar. Ganz regulär. Ja, und dann hätten wir das Äußere. Ja, das kann man so machen. Und zwar werden wir konfigurieren. Aufnahmeposition weiter hinten. Dankeschön. Und das war's schon. Das ist das einzig Wichtige. Ach so, nee. Abgabeposition natürlich hier. Genau. Und das machen wir bei allen. Das reicht übrigens nicht. Hier reicht's. Hier reicht's auch. Du bist ein Idiot. Nicht bei dem. Und nicht bei dem, was mache ich denn für einen Quatsch? Immer bei dem, der unten drunter ist, natürlich. Und nicht irgendwelche anderen. So, okay, passt. So stimmt's. Hier haben wir genau dasselbe. Der muss ganz nach außen und muss da hinlegen. Jawohl. Immer der unten drunter ist, unter der Maschine. So, so läuft's. Genau, jetzt haben wir nur folgendes Problem. Wir können das Ganze ja von außen weitermachen. Mal kurz ein paar Tomaten essen, sorry. Doch, das können wir machen. Die Gefahr ist, dass der ganze Scherz nicht ausreichend beliefert wird. Also die mittlere wahrscheinlich nicht. Aber da das erstmal gepuffert wird, ist es danach ehrlich gesagt mir ein bisschen egal. Ja? Weil ich arbeite ja immer mit Puffern. Ich arbeite ja immer so, dass das trotz allem schon mal vorher gefüllt wird. Wisst ihr, wie ich meine? Schon, ne?
Nee, entweder dasselbe. Nur, dass die eben alle. Mach den Scheiß weg. Freemake ist ein Schrott geworden. Das war mal gut, aber ist gar nichts mehr. Damit kannst du nicht mehr arbeiten. Sonst könnte ich mir nicht Fraps aufnehmen. Hätte ich schönere. Manche, bei manchen wird es aufhören, bei manchen Videos, Projekten, die ich hätte. Aber egal. Man könnte natürlich tricksen, indem man. Könnte man eigentlich machen. Indem wir. Ich habe einfach schon so eine gewisse Idee. Mal gleich mal gucken. Oh ja. Ich glaube, die gefällt mir sogar, die Idee. So, und dann hätten wir eben wieder den Quatsch. Der dann praktisch genau gegenüber greift. Das wird alles jetzt ein bisschen komisch. Aber okay. Kriegen wir schon hin. So, und zwar nimmst du deinen Pickup wieder von ganz hinten und lieferst da ab. Genau so. Und das machen jeweils die, die unten sind. Und nicht irgendwelche anderen Quatschköpfe, dass ich wieder Scheiße baue. So, okay. Passt. Läuft. So, das stelle ich alles jetzt schon ein, bevor ich die eigentlichen Sachen dran habe, damit da gar kein Mist passiert. Wisst ihr, wie ich meine? Sonst schmeißen die den Scheiß erstmal wieder irgendwo anders hin. Das ist immer ein bisschen nervig. So. Klappt. Okay. Der würde ja auch aus dem Unterirdischen nehmen. Das ist erstmal wurscht. So. Jetzt müssen wir nicht gucken, wie wir das weiter trennen. Also auf jeden Fall müssen wir es hier ja einmal trennen. So. Dann würde es hier einmal rübergehen. So. Meinetwegen würde es hier jetzt da laufen. Dann gleich so von mir aus. Ja, dann haben wir da die Sicherheit, dass wir noch irgendwas durchkriegen oder so. Mir egal wie. Ich wünsche dir viel Spaß. Da kann das jetzt erstmal hinziehen. So, das soll jetzt ganz außen laufen. Okay. Da hier ist es ja nicht egal, wo wir es laufen lassen. Können wir es auch einfach mal in die Mitte laufen lassen. Viel Spaß. So. Und dann brauchen wir es ja gar nicht nochmal teilen, fällt mir gerade auf. Ja? Weil wir das ja einseitig beliefern. Ja, es war, eigentlich war meine Überlegung, ein schnelles Band zu nehmen, das mehr auf einmal liefert, aber ach komm, scheiß drauf. Scheiß hier drauf, das ist mir wurscht jetzt. Liefern wir das ganz außen lang. So. Das muss natürlich auch geteilt werden. Sogar unbedingt. Muss einmal hier rüber. Und muss hier nochmal geteilt werden. Zack. So, dann haben wir da die Platine. Die schieben wir hier auch wieder durch. Ja, von mir aus auch ganz außen. Passt schon. Viel Spaß. So. Okay, jetzt haben wir nämlich den Spaß noch zu teilen. Können wir so machen. So, das wird nichts, ne? Nee. Das geht nämlich nicht. Aber das geht. Das geht. Das finde ich gut. So. So geht es. Sieht unmöglich aus, aber funktioniert. So. Klar, was ich meine? Ja, ne? So. Und dann kann man nämlich in Auftrag geben, das zusammenzubauen. Viel Spaß. Und hier eben auch. So. Ich habe im Prinzip nur die Möglichkeit, über den Puffer dann zu arbeiten, weil das sind jetzt nur 24 solche Maschinen, das sind nicht viele. Gut, Prozessoren brauche ich, wenn ich viel brauche, dann deshalb, weil ich mir gerade einen Kampfanzug oder so machen will. Ne? Schlimm wird es später bei der Rakete. Vielleicht sollte ich doch tatsächlich...
Das Ganze zweimal machen? Weil mehr mache ich hier drin eh nicht mehr. Mir davon fix eine Blaupause machen und na, jetzt habe ich schon nicht getrennt, ne? Das kann man ja noch ändern. Bin echt gerade überlegen. Wir forschen mal. Wir gucken mal kurz in die Forschung rein. Wegen der Rakete eben. Und mal gucken wegen der scheiß Rakete. Wo ist denn die jetzt? Ach, die ist ja gar nicht bei Weltraumpaketen oder so ein Quatsch. Das ist ja scheißegal. Die ist ja noch viel weiter vorne. Die soll man ja schon viel früher schaffen, klar. Wo ist das Raketensilo? Hier irgendwo. Weil dafür brauche ich Baumaterial mit geringer Dichte. Da. Raketensilo. So. Das braucht Elektrom, das braucht Prozessor und doch. Aber nur das Silo selbst, wie sieht es denn hier aus? Das Bauteil braucht Steuereinheiten. Und was ist die Raketensteuereinheit? Ah, hier. Ja, braucht CPUs, Multilayer, Circuitboards, aber nur zwei. Das geht. Das geht. Ansonsten brauchen wir Hitzeschildteile, ist kein Problem. Brauchen wir eine geringere Dichte, kein Problem. Raketentreibstoff ist auch kein Problem. Und das eben ein bisschen mehr beliefern und vor allem automatisiert, nicht so wie vorher eben. Würde ich aber auch Roboter machen. Okay, geht. Ist in Ordnung. Raketenbauteil. Ja. Da, Satellit. Brauche ich auch Raketentreibstoff, Solarpanel, Silberzinkbatterie, Radar 5. Okay, kriegt man schon hin. Den Satelliten muss ich in die Rakete einsetzen. Genau, wenn ich den dann starte, kriege ich eben 1000 solche Wissenschaftspakete für Weltraumforschung. Okay. Ja, das geht aber. Da brauche ich höchstens deshalb mal viel wegen der Radare 5 eventuell. Radar 5 braucht was? Es geht aber Electronic Processing Board. Also den zweiten Prozessor. Das blaue. Statt den. Ne? Das ist das erweiterte, die fortgeschrittene, das hier. Und das war jetzt hier die fortgeschrittene Elektrotechnik 2 und das ist dann die fortgeschrittene Elektrotechnik 3. Das hält sich in Grenzen. Das geht. Da kommt dann noch Modul Prozessor Board. Ach, das wird so grausam. Das ist scheiß Module, gehen mir ja auf den Keks. Aber Modul 5 sollte ich schon bauen. Und vor allem das Problem ist, Module brauche ich an sich nicht sehr. Nicht sehr viel. Das Problem, wo ich Module brauche, ist tatsächlich, wenn ich bei den Quatsch hier bauen will. Kampfanzüge, egal ob jetzt den. Ich weiß ja nicht, ob es bei dem so ist. Ne, der Prozessoren, okay, da geht es ja sogar noch. Ja. Der braucht Prozessoren. Der braucht auch Prozessoren. Ja, der braucht aber auch hier Module. Geschwindigkeitsmodul, Effizienzmodul. Genau, wusste ich doch. Da war doch was. Und der hier braucht dann nämlich schon. Nein, der braucht keine. Okay. Gut, jetzt schauen wir mal den anderen an. Es gibt ja noch einen anderen Kampfanzug, den ganz normalen Bob. Na, weil das da ist ja wegen Power Armor Mark 3 und Power Armor Mark 4. Genau. So, was ist mit dem? Aha, ist genau dasselbe. Speed, Effectivity und Prozessoren. Brauche ich aber natürlich dann nur viel, wenn ich mir so ein Teil bauen will. Ne? Ansonsten brauche ich Module an sich sowieso nicht, tut mir leid. Artefakte, okay, brauche ich auch noch. So, Hyper Kampfanzug Mark 5. Power Armor Mark 4. Oh, wow, wow, wow. Ja. Purple Alien Artefakt, Yellow Alien, okay, das kriegt man hin, wir müssen halt Aliens klatschen. Und überhaupt mal gucken, wo es welche gibt, ey. Speed Modul 6 sogar schon, Effizienz Modul 6. Das Problem ist, das kostet, glaube ich, dann schon Prozessorboard, ja. Ist ja klar. Das heißt, es verbirgt sich schon hinter der, ja, hinter dem Prozessor. Das ist ja jetzt praktisch kein Prozessor, doch, das ist eigentlich eine Prozessoreinheit. Komisch, das ist eine Prozessoreinheit, was sind dann das andere? Wie heißt denn dann der andere Quatsch? Wie heißt denn das hier? Electronic Processing Board, also noch ein verbesserter Prozessor. Ja, mit CPU drin. Das ist praktisch das, was, ja, wenn man den so sieht, ne, das da innen, das ist, was in einem Handy drin steckt. Mikroprozessor. Ja, schön. Oh Mann. Aber das hält sich in Grenzen, das geht eigentlich. Vielleicht reichen sogar die 24 Stück hier. Also gut, damit wir heute noch was schaffen, verbinden wir das schnell. So, machen wir hier raus. So. Wo lassen wir es rausgehen?
Ach ja, andere Seite ist besser, weil schöner Platz. So. Ich habe jetzt drei mehr. Oh, ich hätte es sogar trennen können. Ich hätte sogar tatsächlich drei Stück. Hätte ich untergebracht. Gerade so. Gerade so. Weil da hätte ich es nicht nach unten führen können. Ach komm, ist doch egal. Machen wir es so. Das ist jetzt nicht schön. Das zieht es mir jetzt gleich voll weg, aber es ist egal. Macht es überhaupt Sinn, das hier auszubringen? Ja, es geht schon. Ist okay. Flip. Raus damit. Theoretisch kenne ich ja auch schon, glaube ich, das Zubehörforschungspaket. Also könnte ich machen. Macht aber keinen Sinn, weil irgendwo ist es doch schon, oder? Nein? Wo verbirgt sich das denn? Ich wäre der Meinung, das hätte ich jetzt schon forschen dürfen. Was fehlt mir noch? Ach so, Baumaterial geringer Dichte. Ja, okay, klar. Ja, das habe ich ja bald in der Forschung. Wir könnten eigentlich mal weiter forschen hier, weil das sind ganz einfache Sachen. Ne? Ja, und das brauche ich dann auch, die Raw, grüne Module und die Raw Speed Modules, die brauche ich. Wobei die grünen weiß ich nicht, ob ich überhaupt brauche. Ne? Egal. Pollution, sowas brauche ich nicht. Vehicle Roboport. Ach ja. Ach, Vehicle-Roboport-Moduls. Ja, ja, klar. Modulare Roboport für Fahrzeuge. Mhm. Multipurpose, also Vielzweckofen. Das ist dann der kann Chemie- und Metallmischofen in einem sein. Das ist ganz nett. Braucht Prozessoren, ja gut, okay. Aber von so Dingern baue ich ja keine tausendfach. Also die werde ich ja definitiv begrenzen. So, und dann sind wir schon bei modularen Roboports Nummer 3. Ja, schön. Fantastisch. Das ist einfach grausam. Was kostet das dann? Nickel, Prozessoreinheit, ja, und isoliertes Kabel. Lithium-Ionen-Batterie, die ich noch gar nicht herstelle. Kann ich das wenigstens? Ja. Okay, Prozessoreinheit, ja, Titan-Ausrüstungen dann, okay, toll. Ja, mach mal. Ist ja Wurst, ne? Brauchen wir so oder so. Ja, das quält sich jetzt auch ein bisschen dahin, das geht gar nicht so schnell. Gut. So, jetzt machen wir noch einen Output hier. Und dann bestimmen wir, was die schönen kleinen Elektronikmontagemaschinen herstellen dürfen. Wie gesagt, das ist nicht optimal. Aber die Rakete kriegen wir nicht optimal, aber besser als beim letzten Mal hin, so dass man schon mehrmals eine starten kann, um zu sagen, man forscht mal ein bisschen Weltraumforschung oder so, ja, um die Fabrik noch ein bisschen zu optimieren. Vielleicht gar wirklich zu sagen, ich suche mir eine zweite Insel und fange von vorne an. Besser. Was hat ein Kessel of Sky gemacht? Die hat es ja nicht anders gemacht. Die haben Road to Megabase. Ja, die hat nicht alles abgerissen, aber die hat ihren Prinzip, ihren Bus neu aufgebaut, verändert und auf Durchsatz produziert dann. Ne? Und genauso würde ich das vielleicht sogar auf einer neuen Insel praktisch auch machen. Ich mach hier, das Szenario heißt, ist bei mir Inseln, ne? Also es ist nicht Inseln-Szenario, sondern ich habe schon einen großen Kontinent gemacht, habe dann die Wasserausbreitung relativ hoch gemacht und dann ein kleines Häkchen bei Inseln gesetzt. Und dann sind es eben so Rieseninseln, wie wir hier bei mir haben. Wenn wir da eine schöne weitere finden, da neu bauen. Fertig, aus. Ganz einfach. Ja? Ich glaube, das macht mehr Sinn. Weil das hier ist, es ist für die Grundzüge, es ist okay und dann bauen wir neu. Machen wir vielleicht sogar. Tatsächlich. Mal gucken. Okay, na gut, lassen wir euch starten. Euch Knallköpfe, ne? Ach, Bobs Produkte, muss ich nicht. Ich wollte gerade sagen, das geht wohl gar nicht. Doch, das geht. Ja, sie produzieren sogar, es ist halt nur, ja, langsam. Oh, da landen die ersten Prozessoren. Und da werde ich jetzt auch nicht viele in der Stunde produzieren, weil da gibt es nämlich eigentlich einen Erfolg dafür. Produziere so und so viele Prozessoren in der Stunde, schaffe ich nicht. Das Computerzeitalter oder so. Den Erfolg hatte ich auch schon mal. Mittlerweile, wie gesagt, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ach, dieses Headset, ey, das ist zum Kotzen. Mittlerweile ist es so getrennt, dass ich anscheinend gar keine Erfolge mehr kriege. Na, weil ich habe einen Erfolg gehabt jetzt hier mit Logistik, Lieferung und so. Den Erfolg habe ich nicht. Also zumindest nicht in Steam. Ich habe ihn hier in-game, aber nicht in Steam. Also anscheinend ist es echt getrennt. Vanilla und das andere. Das heißt, die Vanilla, die Steam-Erfolge werde ich niemals kriegen.
Weil ich spiele nicht Vanilla. Ich habe noch nie Vanilla gespielt. Na gut, das geht sehr langsam, ne? Weil wir sehen, Transistoren fehlen. Die kommen nicht schnell genug an. Warum? Ich glaube, davon brauche ich 4 Stück. Ja, das reicht nicht. Ich bräuchte jeweils 4 Stück. Ich könnte jetzt schnelle Arme daran machen, würde aber auch nichts bringen, weil es vom Band nicht schnell genug geliefert wird. Bringt nichts. Aber hier kommen meine ersten Prozessoren. Okay, das haben wir. Das holen wir uns jetzt mal kurz hier raus schon, damit ich weiß, das ist es. Bumm. Von mir aus können wir sogar gleich mal hier, doch nicht das. Hier rein. Und natürlich hier rein. Zack, dann weiß ich, hier werden Prozessoren hergestellt. Aber eigentlich auch die integrierten Schaltungen, also sollten wir die auch mal mit dahin bringen. So. Integrierte Schaltung. Und das ist ja das Wichtige. Den Rest brauchen wir nicht. Also dass da das erweiterte Board hergestellt wird und so, das ist mir bewusst. Ne? So, dann sehe ich von außen auch, was passiert. Ich habe Nachtsicht, jawohl, das ist ganz gut, weil es wird schon duster. So, da haben wir alles. Wir könnten also Produktionspakete machen. Ich möchte aber gerne noch das Logistikpaket auch gleich im Petto haben. Und jetzt erstmal 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt können Sie mich beliefern, die Knallköppe, weil ich jetzt einiges verbraucht habe. Ne? Ach nee, Quatsch, weil ich ja noch Stein dabei habe, aber damit können Sie mich beliefern, ja. Oh, mit Kupfer. Mhm. Viel Spaß. Gut. Währenddessen gucken wir mal. Ich hatte hier gerade was vor und habe was vorbereitet, weil mir Boers eben noch gefehlt hat. Da ist es. Dass wir die Kiste noch herstellen. Und hier schwirren sie rum wie die Bekloppten. Schaffen es natürlich nicht, hinterher zu kommen, aber gut, ist mir im Moment jetzt ein bisschen egal. Ne? Muss ich ehrlich sagen. Es funktioniert, es wird alles beliefert, alles kommt an. Die Roboter werden mit der Zeit ja schneller. Meine Bänder müsste ich eigentlich alle aufrüsten. Wie gesagt, die Überlegung war jetzt, ich mache das so. Mhm. Ich gehe auf die nächste Insel. Na, ich muss jetzt natürlich die nächste große, schöne Festland finden. Insel, Festland, scheißegal, ne? Ein großes Stück Land. Und muss mir da dann einfach das Ganze nochmal aufbauen. Vernünftiger. Weil das hier ist okay, es geht, aber es ist nicht schön. Ne? Das wollen wir doch ein bisschen besser haben. Computerzeitalter, genau. Da haben wir es. Aber leider habe ich es eben nicht im Factorio drin. Das ist ein bisschen hohl. Ja. Weil eigentlich habe ich das ja alles schon erforscht. Also das ist gut, das ist spielgebunden, okay. Aber ich habe zum Beispiel jetzt Lieferservice. 10.000 Gegenstände Logistikroboter oder du hast ein Paket erhalten. Habe ich in meinem Steam-Bibliothek? Nicht. Aber hier im Spiel schon. Also trennt er das. Finde ich schade. Ja. Finde ich ein bisschen schade. Dieses Gewusel hier. Wieso renne ich denn jetzt weg von meiner Produktion? Ich bin doch abgekloppt. So. Da kommt jetzt nichts Besonderes hin. Da kommt einfach eine Produktion hin für ein paar so Kisten. Mir doch scheißegal. Na, einfach so. Obwohl, warte mal. Mach mal anders. So, damit wir das schön machen können. Mehr machen wir hier eh nicht, außer eben die Presskisten. Der Rest ist mir Wurst, ehrlich gesagt. Ne? Es geht mir nur darum, dass ich jetzt alles habe dann für Logistik. Weil das fehlt mir eben noch, um Logistikpakete herstellen zu können. Und ich werde keine Presskisten benutzen, das brauche ich die gar nicht irgendwo groß zwischenlagern. Die führen wir einfach gleich wieder hier raus. Viel Spaß. So, ihr macht mir also genau das, bitte. Breast-Chest. Ein Autosave könnt ihr natürlich auch machen. Ist in Ordnung. Jetzt ist natürlich da draußen kein... Ja, klasse. Kein Strom. Habe ich mir nicht ganz so gut überlegt. Wobei, ist doch wurscht. Ich kann doch die Anbieterkiste gleich hier hinstellen. Steht auch nirgendwo, dass ich das nicht darf. Dann hat er nämlich auch Strom. So, und den verbinden wir wieder mit dem Kabel. Ja. Du liest bitte aus Breast Chest. So,
Und du liest mir da mal aus, so ein kleines Stück. Viel Spaß. Mach mal. Vielen Dank. So, das war's. Wir könnten jetzt also, oder ich werde das jetzt machen, offscreen, bis zur nächsten Folge. Werde ich jetzt hergehen, werde mir hier die Faktor 7 Gebäude schnappen, unten hinstellen, wo meine Forschungslabore sind. Hier, also nicht meine Labore, sondern da sind ja die Labore. Und daneben sind ja immer die Laborforschungen, ne? Also die Paketherstellungen, ne? Die sind ja auch alle hier irgendwo hier unten. Haben wir ja gesehen, da sind welche, da sind welche, da sind welche, ne? Also Militärpakete, Automatisierungspakete, wie heißt das andere? Das andere heißt einfach, glaube ich, heißt es so Logistikpakete? Und das ist aber jetzt ein anderes noch, ist ja wurscht. Ja, und zwar, warte, Automatisierung, Transport Science Pack, genau, die haben es geändert. Genau, weil Logistik ist ja das da. Na, und dann eben Militär und das bis jetzt. So, ich kann mir jetzt auch herstellen Wissenschaftspaket für Logistik über eine Anforderungskiste und Wissenschaftspaket für Produktion über Anforderungskiste. Ja, klar, soweit. Das machen wir. Zwei so Produktionen, die dann über die Anbieterkiste das fertige Wissenschaftspaket anbieten und dann sollen irgendwo Greifis stehen und Band beliefern. Wupp, und dann ab an die Labore. Die zwei Pakete. Das Vorbereiten, das mache ich so und das dann ausführen, das sehen wir uns wieder. Und dann können wir da schön weiter forschen. Wie gesagt, jetzt geht es erstmal ein bisschen um die Forschung, ein bisschen aufbauen das Ganze. Ich habe jetzt Prozessoren, ist okay, schön. Also es sind ja keine Prozessoren eigentlich, aber ist ja wurscht. Im Moment sagt das Spiel, das wären Prozessoren. Schön, ich nehme es so hin, die grünen, weil eigentlich Prozessoren sind das die blauen. Ja, und dann gucken wir jetzt mal, was wir noch schönes Militärisches forschen können. Vor allem möchte ich einen besseren Kampfanzug als das Ding, was ich da habe. Weil der Kampfanzug 2 bereits schon was Besseres ist. Mehr Platz bietet, ne? Dann könnte ich doch ein bisschen mehr ranballern, wäre cool. Wir sehen uns dann wieder bei den Forschungspaketen, die wir herstellen. Und dann mal gucken, was wäre denn als nächstes fällig. Vielleicht mal das hier noch, ne? Diese Robot-Attack-Drohnen, die sind vielleicht auch noch ganz witzig, dass wir die ein bisschen noch herstellen können. Und den Uranabbau mal starten. Und zwar anders, als ich es gemacht habe. Weil ich habe hier oben, also nicht anders, ja, schon da oben wegnehmen, das ist okay. Aber ich muss mir nicht so ein Blödsinn überlegen, wie ich das hier habe. Bei, lass mich mal sehen, habe ich da Radar aufs Leuchtturm, könnt ihr das sehen? Wo Silber ist? Ne, da ist Gold. Hier ist. Hier, da habe ich es doch so gemacht. Das ist doch Bullshit. Guck mal. Ich habe es bei Catherine of Sky gesehen. Hier sind überall Rohre. Das heißt, wenn ich den hier, wenn ich die alle miteinander verbinde, mit einem Rohr, hier zwischen, zack, 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 kann ich zwar nicht mehr dazwischen durchlaufen, aber das Band habe ich immer noch. Und die sind aber alle verbunden. Die transportieren das weiter. Ist das geil oder ist das geil? Also, bis dann. Gerne Bewertung da lassen. Gerne einen Kommentar. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwelche Greifis vergessen, dass der Hefti wieder einen Anfall kriegen muss. Servus hier an der Stelle. Nee, alles gut. Ist ja in Ordnung für die Hinweise, danke. Aber meistens ist es dann schon einfach 5 Folgen später und dann habe ich das schon längst berücksichtigt oder berichtigt. Oder, ne? Korrigiert wäre es schon. Bis denn. Nächster Part. Forschungspakete, die zwei fehlenden, die wir jetzt im Moment können. Und ja, weiter forschen und mal gucken, was wir noch so machen. Vielleicht Uran. Wenigstens mal die erste Verarbeitung herstellen.